Ich bin sehr weggekommen vom Thema Naturkosmetik. Nichtsdestotrotz gibt es manchmal Produkte, die man austesten kann, die nicht voll mit Duftstoffen sind, die ohne Alkohol sind. Und sowas habe ich bei Alverde gefunden. Eine Augencreme. Und wie ich die gefunden habe, also was ich zu der zu sagen habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Ich beschäftige mich mit veganer Kosmetik, mit reizfreier Kosmetik, mit tierversuchsfreier Kosmetik. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe eine Zeit lang auch Naturkosmetik vorgestellt, bin von dem Thema komplett weggekommen. Mikroplastik ist mir eben auch wichtig. Und man kriegt schon so ein bisschen Bauchweh, ne? Also man muss sich mit Inhaltsstoffen anfangen zu beschäftigen, man muss das Mikroplastik rauslesen können aus den Produkten. Denn ich muss zugeben, ich habe eine Zeit lang Naturkosmetik nur verwendet, weil ich zu faul war in Bezug auf Mikroplastik, da mich mehr zu beschäftigen. Weil in Mikroplastik ist in Mikroplastik, in Naturkosmetik ist nie Mikroplastik drin. DM macht aber jetzt Werbung für alle Produkte, die ohne Mikroplastik sind. Also lasst euch da nicht so verarschen. Ganz ehrlich. Wir sprechen heute mal über eine Augencreme, und zwar die Naturschön Augencreme von Alverde. Den Tipp habe ich von der Inkipedia. Und wenn die was vorschlägt, dann ist es natürlich auch gut. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der viel Augencreme verwendet inzwischen. Wenn man so anfängt, Augencreme zu testen, dann guckt man seine Fältchen auch ein bisschen anders an. Ne? Ich bin nicht der Typ, der sagt, verwendet Augencreme. Weil ich bin einfach der Meinung, die sind oftmals nicht gut formuliert. Zu viel Duftstoffe, zu wenig Pflege. Dass ich sage, wenn du eine gute Pflege hast, die nicht parfümiert ist, also nicht in den Augen brennt, und ein bisschen Öl und eine trockene Augenpartie, dann kannst du das genauso handeln. Ne? Also man braucht nicht ein extra Produkt, das braucht man nicht. Aber wenn man den Luxus einfach haben möchte, und ich verstehe das in der Hautpflege, dann kann ich euch dieses Produkt hier empfehlen. Das ist von Alverde, gibt es also in jedem DM. Das ist einfach eine tolle Sache für 5 Euro und das ist Naturkosmetik. Es muss nicht immer die teure Augencreme für 18 Euro sein, das muss es nicht. Es kann genauso auch die sein. Natürlich pflegt die nur. Ich erzähle euch ein bisschen was über die Konsistenz. Das ist eine recht feste Konsistenz. Ich mag das total gerne und ich mag diesen Spender. Aus dem Spender kommt echt nicht viel raus, ne? Also man hat wirklich so eine kleine Menge und kann diese kleine Menge, dann hätte ich mich hier auf meine Brille gelangt, kann diese kleine Menge halt wirklich schön da auftragen, wo es hingehört, und sie zieht gut ein. Du hast keinen Fettfilm, du hast auch keinen so einen Feuchtigkeitsfilm. Diese Creme pflegt halt wirklich ausschließlich nur. Also man kann keine weiteren Wunderwirkungen erhoffen. Das definitiv nicht. Aber wer halt wirklich eine trockene Haut hat, gerade um die Augen herum, ein bisschen mehr Fältchen, da ist es einfach wirklich eine schöne Sache. Noch dazu ohne Duftstoffe. Also sie ist tatsächlich reizfrei, sie ist vegan, sie ist Naturkosmetik, sie ist das goldene Ei im Alverde-Regal. Ne? Also diese Alverde-Sachen, ich bin komplett von denen Sachen weggekommen. Ich habe lediglich noch eine Spülung und das war's. Alles andere ist halt wirklich voll gepumpt mit Duftstoffen und es gehört halt einfach nicht in unser Gesicht. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, das werde ich dir gerne mal unter dem i verlinken, was das bedeutet, wenn wir regelmäßig Duftstoffe auf unser Gesicht packen. Und da ist das wirklich eine sehr angenehme Alternative, denn warum knallt man alles immer mit Duft voll? Weil wir drauf reagieren. Weil wir, und das hat nur rein, wie sagt man, das hat keine Wirkung auf unsere Haut irgendwie, keine positive, es hat nur negative Wirkung auf unsere Haut, sondern es hat eine positive Eigenschaft auf unsere Emotionen, unsere Nase, nichts weiter. Das wissen Marketingleute, dass wir darauf reagieren, dass wenn eine Creme mit Pfefferminz ist und ein bisschen Alkohol drin hat, ein bisschen so diesen frischen Kick macht
und man dann noch auf die Verpackung frisch draufschreibt, dass das bei uns eine Wirkung hat sozusagen. Aber gute Produkte wie dieses hier, die müssen nicht duften. Hier ist Granatapfel drin. Es gibt noch eine einfache Variante von der naturschönen Geschichte. Ich habe die mit Granatapfel verwendet. Ich weiß jetzt nicht, ne, ob dieser Granatapfel auf der Haut irgendeine Auswirkung hat. Das ist definitiv Anti-Aging. Aber das, was ich natürlich auch in meinen anderen Videos schon gesagt habe, die beste Anti-Aging ist immer noch Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz. Also hiervon keine Falten zu bekommen, also nee. Dieses Versprechen kann ich euch nicht geben. Das ist lediglich eine gut formulierte Creme für die Augen, die gut einzieht, die eine feste Konsistenz hat, die keinen Film hinterlässt, die gut einzieht, die wunderbar ist. Aber Wunder bewirken tut sie nicht. Ne? Also nur weil da Granatapfel drin ist und der halt viel Antioxidantien hat, bei dem bisschen, was du dir auf die Haut aufträgst, ne? Also definitiv nein. Kennst du diese Creme? Hast du eine andere Erfahrung mit dieser Creme gemacht als ich? Ist ganz wichtig. Schreib das definitiv unten in die Kommentare. Derjenige, der das Video guckt, findet natürlich auch deinen Kommentar. Und kann dann entscheiden, ist die Sache was für mich oder ist sie nichts. Ich melde mich an der Stelle schon wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne für das Video einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar, wie du mit der Creme zurechtgekommen bist. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.